LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität. Ich begrüße alle ganz herzlich zu dem Gespräch. Stefan, ich begrüße dich ganz besonders. Wir werden ganz nach Programm das Gespräch über den Quellcode von Kinästhetik führen. Und der Stefan hat mich gefragt, ich glaube, etwa vor Weihnachten machst du mit mir das Gespräch. Dann habe ich gesagt, ja, das finde ich schön. Über Kinästhetik, das finde ich super. Und dann habe ich im Vorbereitung den Titel nochmal angeschaut und habe gedacht, Quellcode, super. Also, dann will ich googlen, Quellcode, da geht es um Informatik, Informationen, Kerninformationen. Und darum, Stefan, meine erste Frage, was ist der Quellcode? Ja, der Begriff ist uns begegnet in der Diskussion, der Thomas Mattis und ich. Wir haben vor vielen Jahren immer die Frage gestellt, warum funktioniert echt die Kinästhetik? Warum kann das funktionieren? Und dann sind wir auf die Beschreibung, warum das Betriebssystem Linux funktioniert. Das ist ein Open-Source-Projekt, wo tausende von Leuten miteinander mitarbeiten. Und dann haben wir die Regeln studiert. Und dort ist der Begriff Quellcode vorgekommen. Und zwar haben die gesagt, wenn man will so eine Open-Source-Geschichte machen, also eine Computersprache miteinander entwickeln, dann ist es wichtig, dass man den Quellcode, das heisst, der absolut wichtige, harte Kern von dem Programm, den muss man schützen wie verrückt. Und das aussendurch kann völlig frei sein. Das heisst, die haben gesagt, du musst hier die Linie ziehen und sagen, das ist der Quellcode. Und da aussen rum darf entstehen, was will. Oder? Und weil wir die Idee haben, dass Kinästhetik eben auch eine Sprachentwicklung ist, haben wir den Begriff genommen und haben gesagt, was ist der Quellcode von Kinästhetik? Die Antwort haben wir immer noch nicht, aber die Frage muss man stellen. Und zwar, weil man muss miteinander vereinbaren, was wir miteinander sprachlich so schützen, dass es wirklich zur gemeinsamen Sprache wird und wo ist die Grenze. Oder? Und der Begriff gibt es immer noch, ich finde immer noch wichtig, auch wenn wir noch eine Antwort gefunden haben. Und ich könnte vielleicht nur sagen, es geht hier nicht um digital, es geht um analog, wie Kinästhetik. Aber vermutlich müssen wir dort eine ähnliche Entwicklung machen, wenn wir das in der digitalen Bereich machen. Wir werden ganz entsprechend dem Motto, wenn ich richtig ist, vorwärts, probieren jetzt zuallererst einmal ein bisschen rückwärts zu schauen. Wir haben probiert, hier eine Art Zeitachse zu machen. Der Knopf in der Mitte hat keine andere Bedeutung, wenn wir ihn meditieren. Und wir fangen wirklich so, probieren ganz weit zurückzugehen. Ich glaube, es ist ganz weit. Und zwar in den Anfängen von Tier und Kinästhetik. Kinästhetik ist ja eine Leidenschaft, das verbindet uns, ist eine Faszination. Und ich bin mir ganz sicher, das verbindet uns alle und viele hier drin, miteinander. Aber jetzt, wie sind so die ersten Begegnungen? Was kannst du dazu erzählen? Also ich habe zuerst Mechaniker gelernt gehabt und dann irgendwie ist die in der Zeit, wo ich habe noch das Handwerk gelernt, ich habe noch gelernt wirklich drehen und fräsen mit einer Maschine, wo meine Genauigkeit wichtig war, dass ein genaues Teil hinten rausgekommen ist. Und in dieser Zeit ist Digitalisierung, das sind die ersten CNC gesteuerten Maschinen gewesen. Dann habe ich gemerkt, jetzt braucht es mich nicht mehr. Dann bin ich zuerst in Alp sommerlang und nachher bin ich in die Krankenpflege reingekommen und bin in Zinanz in der Münchner Schwesternschule. Und ich habe immer die Frage, wie funktioniert der Mensch oder wie funktioniere ich, die habe ich schon als kleines Kind irgendwie hat mich immer begleitet. Und zwar als erstes bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Dort war man eingebunden in den Rhythmus der Natur. Und ich hatte als 7-8-Jährige so lange dünne Arme gehabt. Und dann bin ich zur Schweinehebamme geworden. Das heisst, wenn der Frau nicht ihre Jungen können gebären, hat man mitten in der Nacht mir gerufen. Dann musste ich die Jungen rausholen. Und ich bin also ziemlich
in jungen Jahren mit Leben konfrontiert gsi und natürlich eine stolze Hebamme gsi, aber ja, und die Frage hat mich immer begleitet. Und dann habe ich Krankenpflege-Zivilanz studiert und bei der besten Schule, die es damals gegeben hat, Chantal, würde ich heute noch sagen. Und dort, das war eine Schule ohne Noten, eine notenfreie Berufsschule, schon ein riesiges Vertrauen in die Schüler. Und ich habe dort immer die Frage gestellt, was ist Pflege anhand der Pflege? Und wir haben ganz viele Fragen gestellt und ich habe nie eine richtige Antwort bekommen. Da habe ich eine höhere Fachausbildung angefangen. Dort haben wir alle Theorien studiert. Und die waren unglaublich spannend gewesen. Und während dieser höheren Fachausbildung ist nebst der Theorie haben wir einen der ersten Kinästhetikskurs gehabt, an der Kaderschule in Aarau, die es überhaupt gegeben hat, 88. Und das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Weil dort habe ich plötzlich wirklich ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und ich erzähle das immer wieder, und zwar, ich war wirklich schockiert gewesen. Und zwar bei Folgendem. Ich habe auf der Chirurgie gearbeitet, in Zilanz, im Spital. Und wenn einer eine Bauchoperation hatte, damals hat man einen grossen Schnitt gehabt, dann habe ich denen gesagt, liegt am Boden, liegt im Bett, wenn du aufstehst, musst du nur mit den Händen die Wunden zusammenheben und auf die Seite drüllen. Und dann musst du ganz fest zusammenheben und dann musst du aufsitzen. Oder? Und an diesem Kurs habe ich erfahren, in der ersten halben Stunde, das ist das Gegenteil von helfen. Du kannst es nie schlimmer machen, wenn du die Hände auf den Bauch nimmst und die Wunden zusammenhebst. Dann hast du den maximalen Stress auf diesen Bauchmuskeln. Und ich, Idiot würde ich sagen, habe im Buch gelesen, wie ich es machen soll und habe es gemacht. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, bei mir selber auszuprobieren. Und ich bin nicht der Einzige, der 100'000 andere Krankenpfleger und Schwestern haben es gleich gemacht, weil es im Buch entstanden ist. Und das hat mich getroffen, weil ich habe plötzlich gemerkt, wenn ich mich studiere, dann habe ich eine Bedienungsanleitung zur Frage, wie funktioniert der Mensch dabei. Und das ist so der, das ist so, das ist dramatisch gewesen. Ich habe alle missionieren und die ganze Familie verrückt gemacht. Als ich meine Abschlusssupervision gemacht habe, als Kinästhetik dann Stufe 2, haben wir einen Grundkurs durchgeführt, haben die Familie und so eingeladen, dass wir wenigstens ein paar von sind. Und eine war meine Schwester, meine Eltern, ist sie da. Dann habe ich das organisiert und dann habe ich in die Gruppe rein, wo sie war. Und dann haben sie gerade alle gefragt, warum sind wir da? Und dann hat sie gesagt, und sie hat nicht gemerkt, dass ich bin, hat sie gesagt, ja, mein Bruder, der tut so komisch, oder? Aber wenn man weiß, was das ist. Also, und wenn ich dann verstehe, Faszination ist ja gesehen, zu verstehen, wie funktioniert die Bewegung oder wie funktioniert meine Bewegung. Und das ist ja glaube ich, so auch wirklich die Bildung von Kinästhetik, das ist das Thema gewesen, oder? Ja, oder damals haben wir entdeckt, dass man Menschen bewegen kann, ohne dass man es umlaufen muss. Das war eine riesige Geschichte, weil wir haben, ich könnte mir vorstellen, wenn du alle Tag 20 Mal oder 30 Mal eine 80er-Löhnung irgendwie im Bett raus bewegst, also raufziehst oder zum Bett auslaufen. Das ist sehr, sehr eine belastende Geschichte. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, das kann man auch machen, ohne dass man rumläuft. Das ist schon mal der erste. Die erste grosse Faszination war, oder? Das, aber wenn wir es gemacht haben, auch tun, oder? Das war nur der Anfang gewesen, natürlich. Das war also eine erste Herangehensweise. Also ich habe so wie auf dieser Zeit probiert, aufgrund von unserem ersten Gespräch, wo wir ein bisschen ausgeblendet haben, so ein bisschen Überschriften zu machen. Ich habe als erstes Ästhetik genommen, weil das ist das, was ich so höre auch. Hat Freude an dem Entdecken, was ist alles möglich, und natürlich Freude im Entdecken, was kann man mit, was ist möglich, wenn man andere Menschen unterstützt. Ja, oder ich habe in dieser Zeit die Ästhetik von der Bewegung kennengelernt. Ich war etwa 27 und ich bin Sportler, ich habe Triathlon gemacht und wirklich 20 Stunden trainiert in der Woche und Velo gefahren, ich weiß nicht, wie viele Menschen das furchtbar. Und dann komme ich an den Kurs und die sagen, liegt am Boden drüben im Kopf. Und dann habe ich realisiert, warum ich so Sport machen will mit dem Kopf.
ich habe meinen Körper gespürt. Dann habe ich gemerkt, ah, wenn ich komme, ist mit dem Kopf drüber, dann merke ich mich auch. Dann musste ich nicht mehr 20 Stunden trainieren. Ich habe heute noch ein unbrauchtes neues Rennen daheim. Es ist zwar jetzt 30 Jahre, aber mit mir gefahren. Und fast ehrlich. Das ist so der ästhetische Teil, um den Zugang hat, um sich selbst überhaupt zu erfahren. Und trotzdem glaub, kann man sagen, und das ist ja eine Zeit, wo ich also noch ganz andere Probleme hatte. Aber wenn wir jetzt auf uns. Wie alt bist du jetzt? Ja, aber ich glaube, das ist nur mein Lieblingsgestärker, glaube ich. Also. In der Kürze, was vermittelt wurde, ist dann schlussendlich, was man hätte können brauchen. Also einerseits ja diese Faszination für die Ästhetik. Oder für eben, wie funktioniere ich. Aber die Umsetzung dann in der Pflege effektiv, dort ist es ja schon noch schwierig gewesen, oder? Ästhetik, oder das so umzusetzen. Ja, oder wir haben in der, wenn wir selber bewegt haben, für uns war es sehr tänzerisch gewesen. Wir haben die ästhetisch gespürt. Ästhetik. Aber in der Pflege haben wir es noch nicht geschafft, umzusetzen in diesen komplexen Situationen. Wenn ich, also heute kann jemand, der einen Grund- oder einen Aufbaukurs besucht, jetzt kann mehr wieder als wir damals als Trainer hören, weil das miteinander gewachsen ist. Das ist noch ziemlich, also wir haben zwar nicht mehr gelupft, aber wir haben immer noch Menschen bewegt. Und später haben wir dann gemerkt, wir würden die gar nicht bewegen. Es geht darum, dass wir denen zeigen, wie sie sich selber bewegen können. Also wir waren immer noch sehr manipulativ, obwohl es schon ein riesiger Fortschritt war, dass wir nicht mehr so laufen. Das ist eben der genau, ich habe mir aufgeschrieben, erste Personenforschung, Konzeptsystem ist so in diese Zeit gekommen, oder? Und das ist ja tatsächlich, das Konzeptsystem ist entstanden in einer Zeit, wo man dann abgemerkt hat, man muss mehr beschreiben, als man bis jetzt kann. Ja, man muss sich vorstellen, in den 80er Jahren, das waren die Tänzer, John Graham und Hedge Mehta, und die haben wenig Tanz gemacht mit uns. Wir haben stundenlang am Boden gerollt, wir haben probiert. Katharina war noch viel, 10 Jahre früher dabei wie ich. Und wir haben den Tanz gemacht, sie waren fasziniert davon. Aber wir haben keine Sprache gehabt. Wir haben eben nicht können sagen, was man macht. Und dann hat es 1988, gerade als ich meinen Grundkurs fertig hatte, zu wenig Aufregung gegeben. Dann haben ein paar, die dabei waren, gesagt, jetzt müssen wir das endlich aufschreiben. Und dann ist das, denen, die das durchgeleitet haben, auf Widerstand gestoßen. Wir haben gesagt, wenn wir das aufschreiben, dann wird das schwierig. Und dann haben die ein Sonderbild herausgegeben, die hatten eine Zeitschrift gehabt. Und dort drin hat man die Grundprinzipien von Kinesthetik beschrieben. Und das ist der Anfang geworden von dem heutigen Konzeptsystem. Das heisst, man hat. Wir sind daran, Sprache zu entwickeln, zu beschreiben, wie kann ich das, was ich erfahre, wenn ich etwas mache, also wenn ich aufstehe auf dem Stuhl, wie kann ich das beschreiben? Weil bis jetzt hat man es nur beschreiben, wenn es nicht mehr geht. Oder die meisten Leute merken erst, wie es vom Stuhl aufstehen, wenn sie es nicht mehr können. Und dann hat man gesagt, jetzt schauen wir an, wie es funktioniert, wenn es funktioniert. Und 1990 hat das angefangen, haben die das rausgegeben. Und dann, als ich in die Trainerausbildung bin mit Lutz, Und wo wir in Trainerausbildung sind, haben wir angefangen, das, was wir beschrieben haben, immer mehr zu verifizieren. Es hat 10 Jahre gebraucht, bis man das Konzeptsystem hatte. Da haben wir beschrieben und gemacht, das Zeug und Sache, weil man hat nach der Sprache gesucht, oder? Und erst Person mit Forschungsmethoden sagen wir im Unterschied, ihr habt alle irgendwann schon ein bisschen Anatomie gelernt, die wissen, dass es 7 Halswirbel gibt, oder? Jetzt aber bewegen wir mal den Kopf. Oder wer merkt 7 Halswirbel? Niemand, oder? Weil das, was man mit einem Röntgengerät oder einem Röntgen aufschneidet, kann zählen und messen und zeichnen, das ist nicht das, was man erfährt. Das heisst, die klassische Anatomie, das wäre Drittpersonenmethode, das heisst, also allgemeingültige Gesetze. Und die erste Person ist das, was ich erfahre, also ich, für mich. Und dann haben wir herausgefunden, wenn du deinen Kopf bewegst, der Kopf ist hart und der Hals ist weich. Und der Kopf ist dazwischen rum, dass der Kopf kann bewegen kann. Und das Wissen, das ist zwar simpel und banal, aber es hilft. Oder es hilft, dass ich mir helfen. Und wenn ich weiss, dass der 7 Halswirbel hat, dann habe ich keinen Gewinn, wenn ich dem helfen will, zum Bett aussteigen.
Und das ist die Zeit, sie haben seit 10 Jahren gebraucht, bis wir das Konzeptsystem herausgestellt haben. Und das grosse Wunder war, dass die nicht vorgelaufen sind. Die sind immer wieder gekommen. Das ist... Und was dann ein weiterer grosser Schritt war, und ich habe diesen Schritt als Lernverständnis den Namen gegeben, Lernverständnis, das war dann ein paar Jahre später, wo wir, man hat das Konzeptsystem beschrieben, man hat können wie anders etwas beibringen, man hat etwas anderes können verstehen zum Thema, wie die Bewegung unterstützt sich. Und dann aber ist ja viel mehr passiert, oder? Als nur können das weitergeben. Ja, oder es hat dann mit, also das Paar haben angefangen, also wir die erste Trainer von der Generation oder die zweite, also die erste ist das der Klein gewesen, dann der Lutz und ich, wir sind die zweite gewesen. Du bist ja so, bin erste gewesen. Und wir haben dann angefangen Kurs gehabt, wie verrückt, da habe ich etwa 50 Kurse an 3-4 Tagen pro Jahr, das heisst ich habe Tausende von Leuten gesagt, liegen am Boden. Und wir haben das gemacht und wir waren fasziniert. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass das, was wir im Konzeptsystem entwickelt haben, das reicht nicht. Wir müssen anfangen, mit uns mit Methodik, Didaktik befassen. Wie kann man das Bewegungslernen machen? Und dann sind wir in unserer Not drin, sind ein paar Zürcher Freiakademie und dann haben wir dort gelernt, Curriculum schreiben, 3 Jahre eine Erwachsenenbildner-Ausbildung gemacht. Und dann haben wir gemerkt, das ist sehr hilfreich, es nützt aber nichts. Im Sinn von, wir haben ein pädagogisches Verständnis, Methodik, Didaktik entwickelt, wo wir aber nicht eins zu eins übertragen können auf das Bewegungslernen. Und dann am Anfang haben wir es probiert, wie verrückt, ein bisschen krampfhaft und ein bisschen spastisch. Und dann ist es irgendwie nicht gegangen und dann haben wir plötzlich gemerkt, wir müssen anhand von diesen curricularen Perspektiven sagen, wie geht Bewegungslernen. Und das war dann der Anstoss, wo wir gesagt haben, wir müssen das Curriculum schreiben. Und das ist ziemlich heavy gewesen, weil da hat es wieder, die haben damals gesagt, wir dürfen nicht zu fest benennen, was wir machen, sonst ist die Ästhetik und die Faszination weg. Und wo wir mit dem gekommen sind, haben sie wieder gesagt, ja nein, jetzt ja keine Pädagogik gedacht, das macht alles kaputt. Und wir haben irgendwie gesagt, doch, es braucht es, dass wir können verstehen, was wir das machen, weil wir sind ziemlich erfolgreich gewesen, die Leute sind gekommen, immer mehr, aber wir haben eigentlich gar nicht gewusst, warum was die können und was wir da machen. Oder? Und dann hat es so wieder eine Leidenschaft gehabt, zu sagen, wie kann man die Lernumgebung gestalten, dass die gut lernen können und dass nicht irgendwelche Rezepte abkupfern, sondern das wirklich verstehen, sich selber quasi zu lesen. Das ist so. Und ich habe mir aufgeschrieben, Curriculumstruktur. Also in der Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch die ganze, der Aufbau, oder? Wie baut man einen Grundkurs mit den Etappen, wo gibt man Zeit und wo braucht man überhaupt Zeit und wo braucht es dann wieder eine Auseinandersetzung? Also das ist alles in der Zeit passiert. Ja, wir haben es ja vorher schon gemacht, intuitiv. Und Intuition ist gut, wenn man es verinnerlicht hat. Aber wir haben dann nachher, wo wir selber anfangen, Trainer ausbilden, intern können sagen, auf was wir schauen. Und dann hätte man können sagen, man muss es halt machen wie ich. Aber das ist hat auch nicht gelangt. Und darum haben wir dann angefangen zu sagen, was gibt es da für eine Struktur. Und dann ist das Rahmencurriculum, wenn wir es heute haben, also das Rahmencurriculum, das Bewegungscurriculum entstanden. Das ist für die, die nicht dabei sind, nicht so wichtig. Aber wir haben eine Struktur, eine Denkstruktur entwickelt. Und das war so etwa ab 1999 bis vielleicht 2005 ist die Struktur entstanden. Und in dieser Zeit haben wir auch, der Lutz war auch dabei, haben das Peer-Tutoring entwickelt, oder? Da haben wir gesagt, wir müssen Praxisanleiter quasi haben und haben dann, wir sind einfach, Karl und Steinmetz und ich sind einfach an einem Kongress, den es gegeben hat, in Ulm, und haben das einfach vorgestellt. Und gesagt, ab sofort gibt es einen Peer-Tutoring-Kurs. Das war natürlich eine Aufregung, weil wir sind gar nicht legitimiert waren, um so etwas zu machen. Wir haben es gleich gemacht. Und dann ist das wie angestoßen worden, auch durch andere natürlich, wo man plötzlich gesagt hat, jetzt müssen wir mal nachdenken, was ist da für eine Struktur. Das war der erste Teil. Es hat wieder ein paar Jahre gedauert, bis wir das aussortiert haben. Und also das eine ist ja wirklich das, was ich verstehe, man hat die Struktur können beschreiben,
Sachen, die schon waren, hat man plötzlich auch erklären können, warum. Oder ist es hilfreich dabei? Und was mich jetzt aus der Trainingsperspektive zum Thema Lernverständnis, man hat plötzlich verstanden, also auch die Menschen, denen die mir helfen, die wir unterstützen, die lernen ja auch. Oder? Das ist ja schon ein rechter Paradigmenwechsel, zu merken, es lernen ja auch in allen Beteiligten. Ja, oder der Lernbegriff ist ja schon gekoppelt, wie wir ihn kennen. Oder? Und wir haben dann plötzlich gemerkt, dass die Patienten oder Bewohner, also die Menschen, die wir pflegen, dass die ein riesiges Potenzial haben. Also zuerst waren wir froh, wenn wir nicht umschauen mussten. Dann haben wir gemerkt, wenn wir denen helfen, dass wir umschauen, dass das Gewicht auf die Beine bringen und darüber können, wenn sie die Bewegung selber können steuern, dann werden sie selbstständiger. Dann haben wir plötzlich festgestellt, die Art, wie ich diesen Menschen helfe, wenn ich ihnen Kontrolle habe über die Bewegung, dann könnte ich den Spielraum erweitern. Und das ist so wie ein kleiner Flash gewesen, wo man plötzlich dachte, aha, es spielt nicht nur eine Rolle, was ich mache, sondern wie ich es mache. Oder? Und dann haben wir plötzlich gemerkt, die Behinderung, die die Leute haben, ist auch gelernt. Und in der Zwischenzeit behaupte ich, dass etwa 70% der Behinderung, die jemand manifestiert, ist gelernt. Etwa 30%, 40% ist auf Krankheit oder auf den Unfall zurückzuführen. Aber wenn er damit umgeht und wenn er ihm hilft, ist der grosse Einflussfaktor. Und das ist natürlich fatal, oder? Das heisst, Profis, die in der Pflege arbeiten zum Beispiel, die sollten eigentlich helfen, dass der mehr Möglichkeiten hat und nicht weniger. Aber oft helfen wir so, dass man noch weniger voran kann. Und das ist eigentlich dramatisch, ist aus ethischen Gründen, aus ästhetischen Gründen. Und das ist eine Riesenentdeckung, wo wir, glaube ich, erst so 2000 wirklich verstanden haben, wow, da ist das Potenzial viel mehr wieder groß, dass man Leute nicht umläuft. Es hat viel mehr Potenzial. Ich habe das Ganze, was du jetzt schon erzählt hast, probiert, aus der Perspektive von Ästhetik, wie das ja auch sozusagen im Namen enthalten ist, und ich es eine schöne Vorstellung finde, probiert es in meinen Spuren zu haben. Und ich habe gemerkt, man kann durchaus sagen, oder, der Anfang war die Ästhetik für die eigene Bewegung und dann so der Schritt ums Millennium herum, die Ästhetik für Lerngestalten, plötzlich zu merken, man kann da ganz verschiedene Gestalten, man hat Möglichkeiten, dass es eben so wie einen Flow kann geben von allen Seiten und tatsächlich einen Flow zwischen mir als Pflegende und Patient, was ja ziemlich sensationell ist. Und vielleicht ist auch das der Anstoss für den nächsten Schritt. Ich habe geschrieben, prozesshafte Entwicklung, oder? Das ist ja vielleicht wie ein eine führt ja nicht zwangsläufig zum anderen. Also wenn Patienten auch lernen, wenn die auch Teil sind davon, dann führt es vielleicht zu dem. Was hat das bedeutet für Kinesthetik? Ja, oder wir haben plötzlich gemerkt, dass es lange nicht nur, wie gesagt, darüber nachzudenken, wie ich Kurs gestalten, sondern nachher ist die nächste Frage, wie ich Praxis gestalten mit diesen Menschen. Und das hat dann jetzt so Mitte 2000 riesige Irritationen gegeben und auch Fragestellungen. Und ist Ingo da? Ja. Der Ingo, zum Beispiel Ingo hat 2002 öfter, denke ich, Doktorarbeit schreiben mit der Frage, wie kann ich Lebensqualität messen, wenn Menschen nicht reden können? Oder wenn er Demenz erkrankt oder so. Was willst du fragen, wie ist deine Lebensqualität? Und dann hat er gesagt, wir werden das wissen. Dann sind wir, haben gesagt, ja, müssen wir herausfinden, das kann man sicher. Und dann sind wir hier auf Sydney, ins Pflegeheim, einen Tag oder zwei, zusammen mit der Claudia Engel, Brigitte Martin. Und dann sind wir einfach zwei Tage geschaut und haben gesagt, sieht man etwas? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sehen es, man kann es beschreiben. Und dann haben wir eine interessante Entdeckung gemacht, die ist ziemlich revolutionär. Wir haben entdeckt, dass wenn man mit lernen laufen, wenn man nicht mehr laufen kann, dass wenn du Gehtraining machst auf zwei Beinen, das ist der falsche Ansatz. Man lernt laufen im Liegen. Das heisst, wir haben dann angefangen, das hat man intuitiv irgendwie schon gewusst, aber wir haben dann angefangen, eine Systematik zu entwickeln. Wenn jemand lernt, im Bett auf die Seite zu drehen, um den Kopf zu bewegen, das ist die Basis, die er braucht, dass er aufsitzt. Und wenn er aufsitzt und lernt, auf den Füllibacken hinter und führen gehen. Das ist die Basis, dass er nachher auf zwei Beine lernen. Und durch das hat man plötzlich gemerkt,
das Potenzial des Lernens ist gar nicht dort, wo sich das Problem zeigt, sondern in tieferen Positionen. Und das heisst, in der Hierarchie von der Kompetenz. Und es ist wirklich ein riesen, es ist eine Umstellung. Wir sind weg vom Problem, also defizitorientiert, und haben gesagt, man lernt die Grundkompetenzen eben im Gesamtprozess des Lebens. Und das ist ziemlich eine wichtige Geschichte gewesen. Das heisst, wir haben herausgefunden, es ist nur wichtiger, dass du schaust, wie du es machst. Und du musst noch die Frage stellen, warum. Oder warum helfe ich dem jetzt waschen? Und waschen ist nicht nur zum Saubermachen. Das hätte ich auch lernen, dreimal das Gewicht auf die Seite tun. Er lernt seine Teile aus dem ganzen Bewegen. Und wenn er das kann, in tiefen Positionen, dann kann er besser lernen, schlucken und so weiter. Das heisst, die tägliche Unterstützung der ATLs, der Prozess, wie man die unterstützt, ist immer wichtiger geworden. Und das Potenzial, das man entdeckt hat, war eigentlich riesig, muss man sagen. Und jetzt aber, in dieser Zeit kann man sagen, wo man so das Prozesshafte entwickeln, wo man gemerkt hat, das hat eine Bedeutung. Pflege ist ja ein Teil und der Patient ist ein Teil und wir sind beide ein wichtiger Teil. Dort sind und die Kybernetik hat schon immer eine Rolle gespielt bei Kinästhetik. Ist so ein Wurzel, kann man sagen. Aber ich glaube, schon in dieser Zeit hat man plötzlich gewisse Sachen anders angefangen benennen oder es ist sogar ein Teil geworden von der Ausbildung. Ja, die kybernetische Revolution, wir haben eben gesagt, das ist ja quasi das zirkuläre Denken. Das haben wir immer dabei gehabt, aber wir haben aufgrund von dem Lernpotenzial von den Menschen, die wir unterstützen in der Pflege, haben wir plötzlich gemerkt, was das ganz konkret bedeutet. Oder bis 1949 hat man eigentlich gedacht, A führt zu B, führt zu C, oder? Das ist linear, führt zu. Und die Menschen, die Atombomben entwickelt haben, die Angst haben vor der eigenen Wissenschaft, die sie entwickelt haben, die haben gesagt, wir müssen anders denken. Und zwar zirkulär heisst, nicht mehr führt zu, sondern A beeinflusst B und B beeinflusst C und C beeinflusst eben wieder A. Das heisst, du kannst nicht mit standardisierten Angaben auf einen Menschen los. Wir haben damals noch ganz am Anfang, in den 80er Jahren, haben wir noch gelernt, wenn jemand dir helfen will, auf den ganzen Stuhl durchgehen, dann musst du ihn hier packen und so machen und dann tust du ihn so rüber. Und heute könnte man sagen, wenn du willst, dass der Mensch lernen kann, dann musst du auf jeden Menschen individuell zugehen. Das heisst, du musst jedes Mal herausfinden, wie kann ich ihn unterstützen, dass er ausgehend von seinem Entwicklungsprozess die Unterstützung bekommt. Und das ist, ja, das ist faszinierend gewesen. Und dann haben wir plötzlich können die Kybernetik, all die Theorien, haben wir können an konkreten Entwicklungsbeispielen von Menschen, von uns selber, von anderen Menschen beschreiben. Das heisst, das hat mehr Hände und Füße bekommen. Vorhin war es eine Theorie gewesen, wo man mehr oder weniger verstanden hat und plötzlich haben wir können aus der Erfahrung die Theorie entwickeln und auch verstehen und beschreiben. Und dann haben wir auch ein Buch geschrieben über Kybernetik und Kinästhetik und das Buch Lernen und Bewegungskompetenz können schreiben. Aber das hat 20 Jahre Arbeit gebraucht, bis wir die Idee haben können, konkret ausdrücken. Das ist ein riesen Bürzchen eigentlich, das nicht nur die geschrieben haben, sondern all die anderen, die mitdiskutiert haben. Oder? Und hat aber wahrscheinlich irgendetwas gegeben, auch mit Teil dieser Sprachlosigkeit, wie ein Schritt für mehr Wörter geschaffen, oder? Weil man anders hätte können beschreiben, oder? Anders auf der einen Seite, wenn du wieder etwas entdeckt hast, was du beschrieben hast, gemerkt, was alles noch nicht kannst, und dann ist es wieder, könntest auch, es ist ein Pass ohne Boden. Weil man muss sich etwas vorstellen, das ist für die, die Kinästhetik nicht kennen, das ist vielleicht eine ganz wichtige Information. Wir haben, wenn man das Sinnesystem anschaut, wo die Welt außen abtastet, oder das Auge zum Beispiel, oder die Nase, unsere fünf Sinn, der Tastsinn, die Zunge und so weiter. Wenn man die nimmt und den Bewegungssinn nimmt, das heisst, all die Geschichten, die im Körper innen messen, was los ist,
dann gibt es da ein Verhältnis von 1 zu 100'000. Das heisst, wir haben pro Zelle im Auge, die aus das Licht tastet, haben wir 100'000 Zellen im Körper, die der Körper misst. Und wir können schnurren den ganzen Tag über visuelle Eindrücke, wir können am Whisky schnüffeln und können Geschmack und Geruchssinn ganz genau beschreiben, aber wir haben fast kein Wort, um zu beschreiben, was im Körperinneren passiert. Das heisst, wir sind unser Hauptinstrument, nämlich uns selber zu verstehen, da sind wir mehr am Anfang. Und das ist, obwohl wir heute mindestens das können die Mandala zeigen, das ist der erste Anfang von einer Entwicklung, da bin ich überzeugt. Das Curriculum ist definitiv in dieser Zeit, und das war ja dann auch so nach der Trennung, wo sich die Organisation in zwei Teile aufgeteilt hat. Das hat sicher ganz viel bewirkt, auf verschiedensten Seiten. Die Systemtheorie ist ein bedeutender Teil geworden, den man jetzt anfangen konnte beschreiben, wo bis dahin schon ein Teil war, aber wo wirklich wie neu nochmal ein Bestandteil für die Ausbildung geworden ist. Und mit der Idee des Prozesshaften ist natürlich auch vielleicht die ganze Organisation neu denkbar gewesen. Ja, aber wir haben, wenn wir auf die Schicht geschaut haben, dann ist es so gewesen, dass die Organisationen, die Kinesthetik getragen haben, also zuerst war es ein Verein und dann eine Arbeitsgemeinschaft, dann eine Aktiengesellschaft, dann in GmbH. Die Organisationen hat man immer probiert, etwas besser zu machen wie die voran, aber die sind dem Prozesshaften, dem Dynamischen nicht gerecht worden. Du kannst nicht in einer selbstgesteuerten, sich chaotisch entwickelnden Umfeld eine Hierarchie führen. Das heisst, du kannst es schon machen, aber dann schlägst du einfach die Dynamik zu tot, oder? Und das haben wir immer wieder beobachtet, alle 4-5 Jahre ist die Organisation zusammengebrochen, weil die Dynamik in der Organisation ist viel schneller und viel effektiver gewesen mit der Organisation selber. In der 2006, eigentlich schon 98, haben wir eine Skizze gemacht und gesagt, das müsste anders sein. Damals hat man noch wenig gewusst von selbstgesteuerten Organisationen. Aber 2006 haben wir gesagt, jetzt müssen wir das anders machen, wir müssen das netzwerkartig machen. Das heisst, nicht eine Hierarchie, die von oben nach unten funktioniert, sondern wir müssen schauen, dass Einheiten entstehen, die selbstgesteuert können, vielleicht von unten nach oben organisiert sein. Und das haben wir gemacht, von 2006 angefangen, jetzt vor 14 Jahren. Und interessanterweise ist es dann nicht mehr alle 4-5 Jahre explodiert. Die Organisation, die hat sich können 14 Jahre jetzt halten. Aber jetzt sind wir dort im gleichen Problem. Jetzt haben wir ein funktionierendes Netzwerk, das sehr viele selbststeuernde Prozesse drin hat, aber wir wissen nicht, wie es funktioniert. Wir können es nicht beschreiben. Und da sind wir vielleicht ein bisschen mehr die Leute, die das Zuckerberg, der Facebook-Entwickler, oder? In dem Film gibt es eine Szene, wo sie etwa 2-3 Jahre das Facebook gehabt haben, hat das können für 120 Millionen verkaufen, die es gegründet haben, die zwei. Und dann hat der Kollege zum Zuckerberg gesagt, komm, wir verkaufen es. Ich meine, 60 Millionen, dann müssen wir nie arbeiten. Und dann hat der andere gesagt, ja, also ich verkaufe es nicht. Ich will zuerst wissen, was es ist. Jetzt ist es so, dass Kinesthetik nicht 120 Millionen wert ist, viel mehr eigentlich. aber wir wissen auf organisatorischer Ebene noch nicht genau, was es ist, warum es so gut funktioniert und warum es Tausende von Leuten mitmachen und nachher dabei bleiben und nicht weggehen. Das ist ein Phänomen, das wir schon noch ein bisschen besser verstehen müssen. Wo wir dran sind, oder? Wie verrückt. Das Netzwerk, uns Gedanken zu machen. Aber nicht nur über das Netzwerk selbstverständlich, sondern immer wieder auch im Rahmen von dem, dass man eben merkt, es gibt da eine Entwicklung, es gibt immer neue Themen. Und jetzt nochmal Stefan, um was geht es denn genau bei Kinesthetik? Das ist ja.
so, ich habe wirklich bis vor ein paar wenigen Monaten tatsächlich in der Illusion gelebt, dass es gerne um Bewegung geht. Und jetzt weiss ich, es ist verkehrt. Es ist ein bisschen peinlich, wenn man 30 Jahre darüber nachdenkt. Nach 30 Jahren denkst du, es ist verkehrt. Aber es geht um Individualentwicklung. Und ich sage, warum Individualentwicklung? Das Einzige, was jedes Lebewesen gemeinsam hat, ist, dass es ständig in Entwicklung ist. Es ist nicht so, dass unsere Gene uns steuern. Die Gene sind zwar den Rahmen setzen, aber was in dem Rahmen passiert, das ist hauptsächlich durch die Qualität, wie wir das Leben verbringen, beeinflusst. Das heisst, der grösste Einflussfaktor bin ich selber. Das heisst, die Art, wie ich aufstehe, die Art, wie ich am Computer arbeite, die Art, wie ich was auch immer mache, die Qualität von dem hat viel den grössten Einfluss wie alles andere. Und ich könnte sagen, ich bin mein Gesundheitswesen. Oder? Und darum meine ich, dass das Studium von der Individualentwicklung vermutlich der Kern ist von dem, was er macht. Also die Fragestellung, wie funktioniere ich und wie kann ich lernen, meine eigene Entwicklung beeinflussen. Und der Zugang aber, den wir haben, ist Bewegung. Und das ist aber eine andere Klasse. Im Zentrum würde dann die Individualentwicklung entstehen. Und der Zugang ist die Achtung auf meine eigene Bewegung. Und das ist ziemlich... Das wäre ziemlich interessant und mein Wunsch wäre eigentlich, dass man die Idee nicht nur studiert, wenn Menschen krank sind oder wir selber krank sind, sondern dass man voran studiert, wie man funktioniert. Und das ist insbesondere im Alter. Wir werden in der nächsten Session darauf zurückkommen. Es gibt keinen Grund, warum ein Mensch im Alter unbeweglich ist oder steif ist, wo man aufs Alter zurückführen kann. Sondern es hat mit dem eigentlich Leben sehr viel zu tun. Und selbst wenn man einen Schlaganfall erleidet oder wenn man einen Unfall hat, könnt ihr noch eine Frage, die gerade erst frisch in sich hat, bei der Chantal. Man kann auch lernen, mit schlechten Karten gut zu spielen. Und das ist aber eine riesige Herausforderung, weil wir keine Ahnung haben, weil wir haben wirklich nur eine Sprache entwickelt, dass wir uns studieren, wie es funktioniert, wenn es nicht funktioniert. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns auf den Weg machen würden, zum Studieren, wie es funktioniert, wenn es funktioniert. Aber ich weiss nicht, ob wir genug Energie haben dafür. Aber es wäre, wir könnten so eine Kulturtechnik machen. So also gut wie wir lernen, lesen, rechnen und schreiben, könnte man sagen, ich studiere, wie es funktioniert. Und das könnte man jedem Kind eigentlich nur wünschen, würde ich sagen. Also auch da gibt es die Ästhetik für die eigene Entwicklung. Und die Frage ist vielleicht wirklich, was ist denn Entwicklung und was braucht Entwicklung? Also ich glaube, was es braucht, ist, dass wir, und jetzt kommen wir wieder aufs Ganze zurück, dass wir könnten so viel Neugier entdecken, dass die Leute würden die Energie entwickeln, dass sie sich selber studieren und können anfangen zu staunen. Und ich erlebe das sehr oft, dass wenn man die Achtung auf sich selber nehmen kann, dass dann unglaublich passiert, weil man auch das Selbstvertrauen entwickelt, wenn man sich selber kennt. Also sich selber vertrauen heisst, ich kenne mich selber. Wir haben durch die Art, wie wir leben und durch die Art, dass wir eben keine Sprache haben, schaffen wir so viel Elend, wo wir könnten selber verändern, aber wir merken es nicht. Und ich würde euch in an, ich habe mein Goethe, mein Filmgoethe war der Alfred gewesen. Und seine Frau war Mathilde gewesen. Sie ist Dorothea. Meine Tante ist sie war etwa 20 Jahre jünger gewesen als der Alfred. Und als der Alfred etwa 90 war, hat er Asthma hatte und ist pflegebedürftig im Bett und hat sie angerufen, jetzt musst du mal vorbei, ich kann schaffen das nicht mehr, oder? Und der Alfred ist im Bett hineingehöckelt. Und dann ist er zusammengesunken und fast nicht mehr rufen, oder? Und dann hat sie gesagt, ich kann ja nicht mehr schlafen, ich muss dir mal helfen, aufgehen im Bett.
Dann hat sie gezogen dran und dann hat gesagt, zeig mal, wie machst du das? Dann hat sie gezogen, es ist nicht gegangen und Alfred im Bett und so. Und dann habe ich gesagt, stopp, warte mal, Alfred, wie machst du es denn du? Dann hat er gesagt, so, hat ein Bein raus und dann hat natürlich Martin gesagt, warum sagst du mir das? Dann hat Alfred gesagt, man kommt ja nicht zu Wort. Der Punkt war, es war nicht ein Vorwurf an die Mathilde, sondern er hat es im Elend selber auch nicht gemerkt, dass er selber könnte. Und ich bin überzeugt, das Potenzial ist riesengroß und wir haben es noch nicht entdeckt. Und wir Kinästhetik-Leute auch noch nicht. Ich staune jedes Mal, ich bin seit 30 Jahren, befasse ich mich alltag mit diesen Fragen. Wir haben Leute, die noch länger das machen. Und jedes Mal, jeden Tag entdecke ich drei neue Sachen. Oder vier, oder fünf. Und das Potenzial ist riesig. Und die Frage ist, wie können wir die Idee raustragen, aus der Pflege raus, dass jeder anfängt zu sagen, hey, wie stehe ich vom Boden auf? Wie mache ich das? Und zwar bevor man ihn kann. Das wäre ein Wunsch, quasi eine Demokratisierung vom Gesundheitswesen. Und dann kann ich mein Gesundheitswesen durch. Ja, jetzt vielleicht so zum. Wir haben jetzt hier die Schnur voll, kann man sagen. Und wir sind in der Gegenwart angelangt. Wieder die Frage, welche Richtung ist vorwärts? Oder die Frage, was ist der Quellcode? Und was ich gesehen und beeindruckt, wenn man die Geschichte anschaut, die Entwicklung, die passiert und einmal mehr, wie ein. Entwicklung zu der nächsten führt und wie eine Erkenntnis plötzlich ganz viele andere überhaupt ermöglicht. Wie sich das irgendwie zu ganz neuen Dimensionen entwickelt hat. Aber was ist geblieben? Was ist gleich? Was ist immer gültig? Also was immer gültig ist, ist Faszination. Wenn man in den Bewegungsflow hineinkommt, der ist immer gleich. Und ich habe Kurse in Japan und in China und in Weißrussland und überall. Und es ist kulturlos. Im Sinne von, alle Menschen, wenn sie gemerkt haben, es geht leichter, sind begeistert. Das ist einmal die Faszination für die Ästhetik im Sinne von, ich kann meine Wirksamkeit selber beeinflussen, die ist überall die gleiche. Und die ist geblieben seit du, wo wir Leute keine Sprache haben bis jetzt. Und ich glaube, das ist, wenn der Kern nicht verloren geht, dann kann es weitergehen. Und das ist vermutlich das Wichtigste, oder? Dass der Teil nicht verloren geht. Und auf der anderen Seite glaube ich, es ist nicht nur die Faszination, die bleibt, sondern auf dieser Seite merke ich den Anspruch, weil ich bin überzeugt, dass die digitale Welt, die wir reinrutschen, sehr schnell, nicht langsam, aber sicher, sondern sehr schnell und ganz sicher, dass wenn wir das Analoge vom Menschsein nicht studieren, dann haben wir ein Problem in der digitalen Welt. Da bin ich ganz sicher. Wenn wir uns Analoge meint, meine eigene Erfahrung zu verstehen, und wenn man das anschaut, die Computerwissenschaftler, die auch immer sagen, jetzt haben wir die künstliche Intelligenz, die der Mensch nachher kann, können es nicht. Weil wir brauchen einen Bruchteil. Unser Computer, wenn das würde ich so benennen, braucht einen Bruchteil von Bits und Bytes, um das ganze Leben zu steuern mit der künstlichen Intelligenz. Aber wir müssen diesen Bruchteil studieren. Wir müssen studieren, wie funktioniert das? Weil wir, ich glaube, sonst haben wir wirklich das Problem, in dieser schnelllebigen Welt zu leben. Und am Schluss ist die menschliche Kompetenz die Quelle von der Lebensqualität, vermutlich von der Ethik, die ich leben kann im Leben. Wenn ich das verliere, wenn ich quasi mich selber verliere, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und wir alle wissen jetzt, dass wir uns manchmal verlieren im Leben. Und ja, die Frage ist, ob man es merkt. Ja, in dem Sinn bin ich gespannt auf die nächste Lehre, ja, die nächste ästhetische Entdeckung. Wir werden spätestens in 20 Jahren das Gespräch wieder führen. Wir freuen uns auf euch alle dann. Und das ist mein Danke.
Das war LQU, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.